Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die aktuelle Barbara-Box. Tada! Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Barbara-Box ist eine Beauty-Box, die alle 2 Monate erscheint. Die kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box, je nachdem, welche Abo-Variante man wählt. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Barbara-Box-Team. Und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Sie kommt dieses Mal in einem wirklich schönen grünen Ton, also den mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Und da haben wir drin Beauty, Lifestyle, manchmal auch ein bisschen Food haben wir auch mit dabei. Also sehr, sehr interessante Geschichten, ne? Und ich bin sehr gespannt, was wir drin haben. Heute ist jetzt, wo ich die bekommen habe, der 2. November. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Oktober-November-Box ist oder die November Dezember-Box. Ich muss das nochmal recherchieren, weil falls die Produkte für mein Full-Face-Beauty-Boxen für den Oktober drin sein sollten, denn darauf habe ich eigentlich noch gewartet, auf diese Box, werden die natürlich da auch mit reinkommen. Als allererstes haben wir auch immer mit dabei die Barbara-Zeitschrift, die kostet 4,70 Euro. Das ist die November-Ausgabe. Deswegen glaube ich eigentlich, dass wir jetzt die November- und Dezember-Ausgabe hier bekommen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, oder? Keine Ahnung. Muss ich nochmal recherchieren. Wie gesagt, ist alles ein bisschen crazy gerade. So ein Glück. Ein Heft zwischen Hurra und Huiuiui, denn große Freude ist eine knappe Kiste. Ne? Das ist ja das Barbara-Magazin von Barbara Schöneberger und auch die Box ist dann quasi von ihr inspiriert. So, ha, Mensch, es rappelt schon drin. Das heißt, ich glaube, wir haben ja auch Getränke oder sowas drin oder irgendwas Flüssiges. Ich habe jetzt schon mal den Deckel abgenommen und lege ihn zur Seite. Und ich bin ganz aufgeregt, echt. Es riecht leicht zitrisch hier raus. Hier haben wir das Seidenpapier, was mit einem Seidenschleifen zusammengehalten wird. Und auf dem Klebi steht auch Barbara Box drauf. Mache ich jetzt mal auf. Bei ihm gehen rein, ne? Und ja, wow. Hier haben wir den Blick in die Box. Prall gefüllt, super schwer. Krass. Fall in Love, Barbara Box. Okay, das Thema ist Fall in Love. Wir sollen also, passt tatsächlich, am 17.11. haben mein Freund und ich Jahrestag, dann sind wir 16 Jahre zusammen. Zieht euch das mal rein, das ist der Wahnsinn. Dann bin ich tatsächlich mein halbes Leben mit ihm zusammen, denn ich bin 32, ne? Und mit 16 bin ich mit ihm zusammengekommen, das ist krass. Wir lesen uns mal kurz das Editorial durch. Ich bin gerade ein bisschen, egal. Bunte Baumkronen und der Blick auf Drachen am Himmel. Kuscheliges Wetter und ein gemütliches Zuhause sorgen dafür, dass ich mich jedes Jahr wieder neu in den Herbst verliebe. Mit dem Herbst kommt aber auch eine Wetterumstellung. Haut und Seele haben jetzt andere Bedürfnisse. In dieser Ausgabe der Barbara-Box finden Sie wieder einen bunten Mix, der perfekt in diese Jahreszeit passt. Verwöhnen Sie Ihre Sinne mit Produkten, die nach Behaglichkeit duften, mit Leckerem, das einfach unwiderstehlich schmeckt und Pflegendem, das Ihre Haut verwöhnt und Sie auf den Winter optimal vorbereitet. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrer Barbara-Box. Genießen Sie den Herbst, Ihre Barbara Schöneberger. Richtig cool. Ja, Umstellung der Beauty-Produkte habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Das heißt, ich verwende jetzt auch eine reichhaltigere Pflege. Wir haben hier immer super viel Kram mit dabei. Leseprobe, ein Koffer voller Schönheit von Drömer. Ne? Ich mag lieber richtig die Bücher schon direkt lesen. Da bin ich ganz langweilig unterwegs. Unser Kennenlern-Special für dich. Hello Beauty. Good for your skin, good for your soul. Okay, Essential Green. Beauty Love Naturkosmetik, haben die eine neue eigene Linie rausgebracht? Das finde ich ja auch interessant, ne? Bin ich mal gespannt, ob wir davon auch was hier drin haben werden. Also hier sind auf jeden Fall Produkte aufgeführt, die man theoretisch kaufen könnte mit Hanföl. Geil. Und hier haben wir noch allerhand Gutscheine mit dabei. Wir starten aber mal mit was ganz anderem. Und zwar habe ich hier Socken drin von Burlington. Krass, die kosten 12 Euro, dieses eine Paar. Bitte sei meine Größe. Ja, 36 bis 41. Ich habe Größe 41, ich werde hier reinpassen. Ich freue mich. Oh mein Gott. Ja, Claudi freut sich über Socken. So ist das Leben eben. Es wird Regen geben. Und zu der Wetterumstellung. Ja, tatsächlich. Sammy hat auch schon eine kleine Umstellung in seinem Fell. Also ihr merkt das auch schon mit dieser ganzen Wetterumstellung. Der hat uns die Bude aktuell voll. Geil, ich habe Burlington-Socken, Leute. Jetzt fühle ich mich aber edel, Leute. Leute, Leute von heute. Das finde ich wirklich geil gerade. Und auch noch in rosa, ne? Ich habe
ja, heute auch ein rosa Pulli anläuft bei mir. Hier haben wir dann das Produkt, was quasi dann auch von der Beauty Love Naturkosmetik Eigenmarke ist. Finde ich gerade richtig geil. Hyaluron Agave Hanföl Gesichtscreme. 99% natürliche Inhaltsstoffe. 50 Milliliter. Geil. Also ich wusste nicht, dass die jetzt eine neue eine Eigenmarke rausgebracht haben. Finde ich total spektakulär. Und ja, bin ich gerade ein bisschen überwältigt tatsächlich. Also ich finde, das sieht sogar sehr unisex aus, wenn man das so sieht, ne? Weil das halt jetzt nicht irgendwie klassisch männlich oder weiblich getrimmt ist, was ich sehr positiv finde. Cool. Herzlichen Glückwunsch, Beauty Love. Denn die Barbara Box gehört ja auch zu dieser ganzen Beauty Love Geschichte. Das heißt, die ganzen Adventskalender und so. Gut, zu Barbara Box gibt es jetzt keinen Adventskalender, aber zum Beispiel Brigitte Box und Pink Box und so weiter, die sind ja alle über Beauty Love auch zu kaufen, ne? Ich setze euch auch mal dazu den Link in die Infobox rein. Das finde ich gerade schön, wirklich. So, next hier. Das ist das, was so rumgegluckert hat, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Ne, da ist auch noch Baileys drin. Hallöchen, Popöchen. St. Moritz Professional. Selbstbräunungsgesichtsspray. Medium, leicht und erfrischend. 150 Milliliter. Ist nichts für mich, bin ich ehrlich. Ich habe schon diverse Selbstbräunergeschichten ausprobiert auf meinem Körper, in meinem Gesicht. Und ich sah immer aus wie ein Oompa Loompa. Es wird halt orange. Ich bin halt super, super blass. Und dann habe ich ja auch meine Geschichte gefunden, eben durch die ganze Beauty-Made-Sache. Ne? Mit dem Selbstbräuner-Booster, den mische ich mir sowohl in die Tagescreme rein, als auch in die Körpercreme, eben für Body-Tanning, falls ich das möchte. Brauche ich im Sommer für meine Beine hart immer, ne? Ja, aber das hier, nee, also leider nicht, ne? Haben wir jetzt auch öfters mal in Adventskalendern drin. Ich bin echt kein Fan von so Selbstbräunergeschichten. Dann haben wir hier von Fräulein B. ein Cognac Face Sponge haben wir hier drin. Das kommt aus der Cognac oder aus der Wurzel vom Cognacbaum und ist dementsprechend ein 100% krasses Naturprodukt. Und in Kontakt mit Wasser wird es halt so weich. Ist jetzt bretthart, ne, wenn man das halt im trockenen Zustand hat. Und damit kann man sein Gesicht reinigen. Habe ich eine Zeit lang gemacht und fand es eigentlich auch ganz cool. Aber dann hatte mir eine Abonnentin in die Kommentare geschrieben, dass ich mal auf meine Haut achten sollte, ob sie sich verändert. Weil eigentlich bei sensibler Gesichtshaut ist es nicht ganz so gut. Und da hatte sie recht tatsächlich. Und ja, ne, das hat mir tatsächlich dann auch leider ein paar Irritationen gegeben. Jetzt nicht von Fräulein Beda, hatte ich einen anderen, aber ne, leider nichts für mich. Naja, ist ja nicht schlimm. Und dann habe ich hier etwas drin. Das ist ein kleines Produkt von Jean Darcel. Das ist ja immer so eine sehr hochpreisige Geschichte. Serum Eclat Immediat. Ein Instant Glow Serum mit 10 Millilitern. Ja, ein Gesichtsserum kann man gut gebrauchen. Gerade jetzt im Winter kriegt man ja eher eine fahlere Haut, eine noch trockenere Haut. Falls man wie ich trockene Haut hat, wird sie noch trockener. Und dann mag man das ja ganz gerne, wenn man da ein bisschen nachhilft. Ne? Dann nimmt man Creme und das zusammen und dann hat man eine bombastische Haut hoffentlich. Dann habe ich hier ein Produkt drin, das finde ich ja mal hart. Von Kalin Perfumes Femme Florale Eau de Parfum. Hier habe ich ein Parfüm drin, Leute. 60 Milliliter sind hier drin enthalten. Das finde ich ja mal richtig geil. Hier steht überall neu drauf, also das scheint ein neuer Duft zu sein. Und das ist mit Orange, schade, leider nicht meine Welt, Vanille und Patchouli. Ja, lasse ich jetzt zu, weil ich den weitergeben werde, den Karton, weil ich mag halt einfach keinen Orangenduft, ne? Leider nicht meine Welt und bevor ich das jetzt öffne und einfach, ne, dann unbenutzt habe, macht das keinen Sinn. Dann habe ich hier noch, wie gesagt, was von Baileys mit dabei und oh mein Gott, da haben wir direkt zwei dabei. Teilen ist ja auch schön, ne? Red Velvet Cupcake, das ist zweimal drin. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist eine Limited Edition und ja, guck mal. Ja, in der Barbara Box erwartet uns das ein oder andere Mal ein bisschen Stoff. Für dich und deine Freundin zum Probieren steht hier auch drauf, deswegen zweimal drin enthalten. Geil. Kann man sich natürlich mischen oder man kann sich das pur gönnen, das finde ich ja cool. Ich weiß jetzt nicht, 20 Milliliter sind hier pro Ding, pro Shot drin. Oh, das finde ich so geil. Ich bin versucht, es zu probieren, aber Leute, nein, ich trinke in meinen Videos keinen Alkohol, das mache ich nicht. Das finde ich charmant. Wir haben hier noch mehr Stoff drin, aber in einer etwas anderen Variante. Und zwar als Mancherie. Hart, das ist richtig hart, ja. Ich bin, also hier sind 157 Gramm drin, also 15 Pralinen. Setzt dem Tag die Kirsche auf. Ich bin leider kein Fan von Mancherie, weil ich mag keinen Alkohol mit Schokolade oder keine Pralinen mit Schokolade. Das ist keine Alkoholpralinen mit Schokolade. Ich, ne,
gibt auch so einen kleinen Gag dazu noch zu erzählen tatsächlich, denn sowohl ich als auch mein Freund, als auch die Schwester von meinem Freund und ihr Mann, wir mögen alle vier, wobei doch, mein Schwager in Spee mag, glaube ich, Moncherie. Wir mochten auf jeden Fall nicht so wirklich Moncherie und dann haben wir irgendwann mal, ich glaube, das war bei seinem Papa, jeder eine Packung Moncherie bekommen und dann saßen wir alle an unserem Tisch und dann waren, also mein Schwiegerpapa in Spee und seine Frau irgendwie am Wuseln und wir saßen alle vor unseren Moncheries und guckten uns so ganz verstohlen an und sagten wir, magst du das? Nee. Magst du das? Nee. Mochten wir halt einfach nicht, ne? Ja, ich glaube, am Ende hat dann wirklich der, mein Schwager in Spee, mein Schwibschwager in Spee, alle Packungen bekommen. Ja, it is nicht so, ne? Unsere Welt. So, zwei Sachen haben wir hier noch drin und die sind ganz schön groß. Von My New her habe ich ja einmal das Keratin-Shampoo, Kraft und Pflege 300 ml. Ich glaube, das hat mein Freund aktuell auch in Anwendung. Oder ich habe das auch mal aufgebraucht. Soll ja ganz gut für die Haare sein. Für trockenes, brüchiges und strapaziertes Haar mit Keratin und Jojobaöl. Ne? Ich mag tatsächlich das Produkt, was da drin ist, aber ich mag den Verschluss nicht. Mein Freund hat seins schon umgefüllt, ne? Weil das ist echt ganz schön nervig, wenn du da so einen Prümpel hast und der geht dir ständig unter der Dusche flöten und so. Und wir haben hier noch den passenden Conditioner dazu. Das finde ich schon wieder cool, weil der hat einen Pumper mit dabei. Und ich liebe es ja auch, wenn wir passend Shampoo und Conditioner dann drin haben. My New Hair ist gar nicht so super teuer, bekommt man auch in der Drogerie. Also wenn es einem gefällt, kann man das auch nachkaufen. Und das finde ich immer sehr charmant. Und das war jetzt schon der Inhalt der Box. Ich fand den gut, ne? Sehr viel Stoff für die Wärme von innen, was ich sehr witzig finde. Ein bisschen Pflege. Ja, ich muss nur gestehen, irgendwie, sonst haben wir mehr Produkte drin. Aber dafür haben wir hier hochwertige Produkte drin, oder? Täuscht mich das oder ist das so? Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Dennoch wäre ich als Abonnent mit 25 Euro pro Box, ne, ganz gut damit unterwegs, weil der Gesamtwert ist ja mal wieder richtig krass unterwegs. Und die Socken sind für mich persönlich das Highlight. Muss ich ja auch ehrlich zugeben, ne? Ihr Lieben, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten und zu der Box unten in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!